Hallo, heute stelle ich Ihnen unsere neue PET-Kaffeemaschine HD 7866 vor. Viel Spaß dabei! Na gut, ich gebe es ja zu. Bisher hatten wir eine Kapselmaschine. Aber seit Jahren habe ich deswegen auch bereits ein schlechtes Gewissen und bin es auch leid, diese vor unseren Besuchern verstecken zu müssen. Und das Auswaschen und getrennt Entsorgen der Kapseln war mittlerweile auch einfach zu mühsam. Also back to the roots. Und das heißt zurück zu einer Philips Senseo Kaffeemaschine. Und zwar zu dieser, die unter dem Namen Quadrante vertrieben wird. Wie bei den meisten Pad-Maschinen üblich, befindet sich auch ein zusätzlicher Pad-Halter für zwei Pads im Lieferumfang. Die Bedienungsanleitung ist leider nicht sehr benutzerfreundlich gestaltet. Aber um sich mit den Grundfunktionen vertraut zu machen, reicht sie allemal aus und wird danach eh den Weg alles Irdischen gehen. Die Maschine ist komplett aus recyceltem Kunststoff hergestellt und wird neben Schwarz auch in den Farben Weiß und Rot angeboten. Ihre Optik und das Design gefallen mir sehr gut und ich denke, dass sie so auch in die meisten modernen Küchen passen sollte. Zum Auspacken gehört auch das Entfernen von diversen Aufklebern, was aber schnell erledigt ist. Oben in der Mitte befindet sich, flankiert von den Tasten für eine oder zwei Tassen, der Ein- und Ausschalter. Und rechts gibt es dann noch die Wahlmöglichkeit für die Wassermenge, auf die ich gleich noch näher eingehe. Die Abtropfschale kann leicht gereinigt werden und lässt sich je nach der verwendeten Tassengröße in drei unterschiedlichen Höhen einstellen. Mit einem massiven Hebel wird die Maschine geöffnet. Unter dem Padhalter befindet sich ein Trichter, der den Weg für den Kaffee vorgibt. Dieser kann, genau wie der doppelte Auslauf, komplett und einfach demontiert werden und lässt sich auch in einer Spülmaschine reinigen. Der Wassertank fasst 1,2 Liter und besitzt einen Magnetschalter zum Betriebsschutz, wenn zu wenig Wasser im Tank ist. Kaffeemaschinen verbrauchen viel Strom und bei diesem Typ liegt die Aufnahme bei 1450 Watt. Jetzt zur Inbetriebnahme, wofür ich den Wassertank bis zur Maximalmarkierung auffülle und eine Schale unterstelle, die den kompletten Tankinhalt aufnehmen kann. Nun kommt der Stecker in die Steckdose und die Maschine wird das erste Mal eingeschaltet. Mit der rechten Taste wird nun die Maschine komplett gespült und das Wasser läuft einmal komplett hindurch. Nun kommt der erste Test und wenn ich Kaffee trinke, dann will ich ihn auch schmecken, was bei diesen Pads gewährleistet ist. In meinem Video zu der Makita-Kaffeemaschine konnte ich diese bereits testen, das ich Ihnen oben rechts verlinkt habe. Das sieht doch nach einem schmackhaften Kaffee aus, oder was meinen Sie? An dem Schiebeschalter an der rechten Seite kann die Wassermenge und damit die Stärke des Kaffees eingestellt werden, was ich jetzt mit der Taste für eine Tasse teste. Taste für eine Tasse teste. Bei der Einstellung für mehr Kaffee mit gestrecktem Geschmack werden 112 Milliliter aufgepumpt. Und für stärkeren Kaffee sind es dann noch 73 Milliliter, was für mich sicher die meistgenutzte Einstellung werden wird, besonders wenn ich Espresso trinke. Mit zwei Kaffeepads und der Einstellung für zwei Tassen lässt sich mit der Maschine so auch ein schöner großer Kaffeebecher in kurzer Zeit aufbrühen. Also ganz egal, welchen Kaffee Sie auch immer favorisieren. Diese Padmaschine kann fast jeden in kurzer Zeit mit nur minimalem Aufwand und Abfall aufbrühen. Unter dem Video habe ich die aktuellen Angebotspreise für die Maschine auf Amazon verlinkt und auch zu dem Typ HD 7865, die noch etwas günstiger ist, da bei ihr der Schalter für die Wassermenge fehlt. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, so freue ich mich über eine positive Bewertung und ein Abo. Und verabschiede mich nun bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.